Heutiges Thema bei unserem UPP, dem Unique Polo Project, ist das Thema Bremssattel lackieren. Und Bremssattellack ist eines unserer erfolgreichsten Produkte, haben wir schon seit 30 Jahren im Programm. Oder fast, ich weiß es auch nicht genau, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr lange. Mittlerweile, wir haben haufenweise Farben bei uns im Portfolio, neben standardglänzenden Farben, auch ein paar matte Farben, Metallic-Farben und das sind wir auch, glaube ich, die einzigen echte Neonfarben. Die gehen momentan richtig gut. Wir haben uns jetzt aber gedacht, damit der Polo richtig sick ausschaut, wenn er fertig ist, lackieren wir die Bremssättel in Toxic Grün. Was bekommt ihr denn alles in unserem Set? Natürlich zum einen mal den Lack. Das Besondere am Lack ist, es ist ein Zwei-Komponenten-Lack. Das heißt, ihr habt einmal hier die Lackdose und einmal hier den Härter. Das Mischungsverhältnis ist genau aufeinander abgestimmt. Das heißt, ihr müsst lediglich den Härter komplett in die Lackdose reinkippen. Dann bekommt ihr natürlich alles drumherum, was ihr zum ordentlichen Lackieren von den Bremssätteln braucht. Das ist zum einen mal eine kleine Drahtbürste ist mit dabei. Ja. Wenn ihr heute Morgen die Bremsen gesehen hättet von dem Polo, dann wüsstet ihr auch, warum das hier drinnen liegt. Eine Drahtbürste, damit könnt ihr groben Schmutz, Rost von den Sätteln entfernen. Und danach mit einem Bremsenreiniger, der es auch im Set beinhaltet, den Bremsstaub abschwemmen und natürlich somit auch gleich die Oberfläche entfetten. Dann ist noch ein schicker Pinsel mit dabei und ein kleiner Spatel zum Umrühren. Wichtig ist natürlich, auch wie bei den ganzen anderen Sachen, die wir gezeigt haben, die Vorbereitung. Das heißt, mit der Drahtbürste reinigt erstmal grob die Bremssättel, mit dem Bremsenreiniger schwemmt ihr das Ganze ab und danach braucht ihr noch ein Tape, ein Abklebeband. Wir sehen es mal hier vorne an dem Sattel. Ihr müsst euch natürlich vorher mal überlegen, was von dem Bremssattel wollt ihr denn alles lackieren. Also es gibt ja natürlich auch ganz viele Bereiche hinten dran, die sieht man jetzt nicht so sehr. Ein kleiner Tipp, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Seite macht, das mache ich jetzt dann auch gleich noch, schlagt das Lenkrad ein bisschen ein, dass der Sattel weiter rauskommt, dann kommt ihr auch besser an die hinteren Bereiche. Also das ist jetzt wirklich mal so ein exemplarisches Beispiel, wie Bremssättel auch ausschauen können. Und wie gesagt, gestern bin ich schon mit der Schrubbscheibe, also mit dem Aufsatz drüber gegangen. Hier hinten bin ich noch nicht so rangekommen. Da gehe ich jetzt mit der Drahtbürste nochmal drüber, mache hier das ganze lose Zeug hier. Man sieht schon, es bröselt alles hier runter. Mache ich weg. Und auch ganz wichtig, klebt euch die Bremsscheibe ab, zumindest in dem Bereich, wo ihr lackiert. Denn da soll ja natürlich auch kein Lack hinkommen. Oh, da bröselt es runter. Und auch hier wieder das gleiche, Bremsenreiniger nehmen und ordentlich. Ich meine, der Bremsenreiniger, der verflüchtigt sich natürlich ziemlich schnell, aber dann bleiben irgendwo so kleine Pfützen stehen und da empfiehlt es sich einfach nochmal drüber zu putzen. Schützt die Bremsscheibe, dass da kein Lack drauf kommt. Aber ich klebe mir das wirklich nur grob ab. Der Lack deckt super, aber ihr tragt davon zwei Schichten auf. Die erste einfach nur grob, dass es deckt, die zweite schön satt und damit kommt dann richtig Farbe dann auf die Sättel. Schwierigkeitsgrad von dem Lackieren hier, also easy. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch die ganze Bremsanlage lackieren, also sprich den kompletten Sattel hinten und vorne, oben und unten, innen und außen. Dann empfiehlt es sich aber tatsächlich, den Sattel auszubauen. Das geht auch. Für den Bremssattellack gibt es bei uns auch eine spezielle 2K-Verdünnung. Damit könnt ihr den ein bisschen verdünnen und dann ist er auch sprühbar mit der Lackierpistole. 2K-Verdünnung findet ihr auch im Online-Shop. Hier vorne am Sattel ist jetzt schon die zweite drauf. Das heißt, ihr seht schon, es wird jetzt kräftiger, es deckt auch besser ab, auch jetzt schon diese kleinen erhabenen Stellen und zum Schluss, wenn das Ganze dann nochmal angezogen ist, ich würde immer mal so eine halbe Stunde ungefähr warten, das macht aber nichts, weil in der Zwischenzeit könnt ihr dann die anderen Bremsen lackieren. Hier ist jetzt dann die dritte Schicht drauf, richtig schön satt.
wenn wir jetzt mal reinschauen, das haben wir jetzt schon alles damit lackiert und da ist noch haufenweise Lack übrig. Also keine Sorge, auch wenn ihr eine RS-Bremsanlage habt, hat ja der Polo hier hinten auch, ne? Man sieht es richtig groß und dick, reicht der Lack vollkommen aus. Und der schönste Aha-Effekt ist jetzt hier in dem Fall die letzte Deckschicht, also die dritte Schicht. Die pinsel ich jetzt hier mal drauf. Ihr solltet das Fahrzeug mal mindestens 24 Stunden stehen lassen, damit der Lack schon mal grob aushärten kann. Und bevor ihr den Lack dann richtig beansprucht, also ordentlich Stoff auf der Autobahn gebt oder ähnliches, wartet mal eine Woche ungefähr, dann ist er vollständig ausgehärtet und dann könnt ihr damit auch machen, was ihr wollt. Also von daher, eine Woche solltet ihr ihm schon Zeit geben, dann ist er vollständig hart. Bedeutet jetzt aber nicht, dass ihr das Auto eine Woche stehen lassen sollt. Lasst das Auto aber mindestens 24 Stunden stehen. So, ich lackiere jetzt dann hier einfach mal ein bisschen weiter. Also viel Spaß beim Nachmachen und vielleicht bis später.